Ich bin Banker aus Leidenschaft, aber sie sind halt alle Bestandteil eines Systems, wo es darum geht, dass das Geschäft halt für die Aktionäre erfolgreich ist. Die Profitmaximierung, die Dollarzeichen in den Augen von vielen Menschen. Es geht um Geld, Geld, Geld. Es zählten Abschlüsse und nicht so sehr das, was man letztendlich mit diesem Geld überhaupt gemacht hat. Und dann gab es eine Phase 2008 in der Finanzmarktkrise. Das war die Zeit, dass die Menschen sich überlegt haben, was macht mein Geld eigentlich bei meiner Bank? Das kann nicht sein, dass ich nicht weiß, was mit meinem Geld passiert und was die BankerInnen mit meinem Geld machen. Wir können sagen, was wir mit dem Geld machen. Die GLS war eine der ersten, die schon immer transparent aufgezeigt hat, wo das Geld eigentlich eingesetzt wird. Da ging es wirklich darum, sinnstiftende, nachhaltige Projekte zu finanzieren und damit zu ermöglichen, die sonst nicht ermöglicht worden wären. Wie kann es eine Bank geben, die so sozial ist, ökologisch und überhaupt existiert in diesem Markt? Die Finanzmarktkrise, das war dann so der richtige Turbo. Ganz viele Menschen haben angerufen, Briefe geschickt, sind in die Filialen gekommen. Wir waren organisatorisch da überhaupt nicht vorbereitet. Das war noch nicht so digital. Volle Kisten mit Briefen von Kunden. Wie chaotisch. Das ist man ja bei einer Bank nicht unbedingt gewohnt, dass so viele Kundinnen und Kunden ein Konto öffnen wollen. Das bestätigte einfach die Geschäftsphilosophie der Bank. Die GLS Bank ist ja aus diesen Impulsen entstanden, die Welt ein Stück zu verändern. Damals war es ja noch nicht GLS Bank, sondern tatsächlich die GLS Treuhand, dass man erstmal versucht hat, okay, was kann man mit Geldschenkung ermöglichen? Gerade das Wort Schenken hätte ich niemals im Zusammenhang mit einer Bank genannt. Wir unterstützen Gemeinschaften in ihren Initiativen mit Leihgeld, mit Schenkungsgeld. Das war so der ganz starke Anfangsimpuls. Und der nächste Schritt war dann konsequent, 1974 zu sagen, wir gründen einfach eine Bank, die dann auch selbst Kredite vergeben kann. Und dann wurden Kreditfälle in den sogenannten Montagskreis angesprochen und besprochen. Als ich zur Bank kam, gab es den Stuhlkreis nicht mehr. Wir haben uns da regelmäßig alle 3 Jahre gefühlt verdoppelt von der Größe. Als ich angefangen habe, waren wir 200 Mitarbeiter. Ich glaube, jetzt sind wir 1000. Mein erstes ganz bewusstes Erlebnis war die Generalversammlung der GLS Bank. Ich saß neben einem Kollegen und er hatte so blaue Zettel in der Hand. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, wieso hast du so blaue Zettel und ich nicht? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, bist du denn Genossin? Die GLS ist bewusst eine Genossenschaft. Der Zweck einer Genossenschaft ist nicht, den Unternehmenswert zu steigern. Also bewusst nicht kapitalistisch, wer die meisten Aktien hat, hat die meisten Stimmrechte, sondern egal, wie viel Geld ich als Eigenkapital einlege, ich habe eine Stimme bei der Generalversammlung. Wer hat schon bei einer Bank Mitspracherecht? Ich finde das wertvoll, wenn du jetzt in so einer Generalversammlung bist, dass man da die einzelnen Stimmen hören kann und jede Stimme zählt. Das ist ein gutes Korrektiv. Ja? Also vielleicht rennen wir als Bank ja auch mal in die falsche Richtung und so können unsere Mitglieder eben mitgestalten. Was fordert die Gemeinschaft? Also erstmal brauchen wir schon auch das Geld der Mitglieder. Ne? Also Eigenkapital ist ein ganz wichtiges Thema. Das bedeutet, dass jeder Anteil, den ein Mitglied zeichnet, dazu beiträgt, dass wir noch mehr Kredite vergeben können. Wenn du als Bank Kredite vergibst, dann gehst du Risiken ein. Und es kann ja auch mal sein, dass so ein Kredit ausfällt. Und dafür brauchst du Kapital, um das irgendwie aufzufangen. Und nur dadurch kann die Bank erneuerbare Energien überhaupt erst finanzieren. Wenn die Menschen uns auch dabei helfen wollen, die landwirtschaftliche Wende hinzubekommen, die Energiewende hinzubekommen, dann brauchen wir Eigenkapital. Das Ziel einer Genossenschaft ist, dass man gemeinsam einen Zweck verfolgt, den man alleine nicht verfolgen kann. Weil man als Kollektiv und zusammen sehr viel bewegen kann. Das hat mich begeistert und begeistert mich nach wie vor.